Aufnahme geht weiter. Junge, Junge, Junge. Ja, da ist doch glatt der Speicher übergelaufen. Also nicht nur der Damm, sondern auch der Speicher. Es platzt aus allen Nähten. Aber das erinnert mich an mein NAS. Ich habe noch 2x4 Terabyte Platten liegen. Ja. Nun. Dann machen wir weiter. Ich weiß nicht, ob da seit wann und... Ah, wir haben den Deich hier kaputt gemacht und das ganze Wasser bewegt sich hier jetzt schön durch die Dörfer. Tu, was dir schwemmt. Aber die Leute gehen in dem Wasser einfach weiter. Fahrzeuge werden auch nicht beeinflusst. Trotz der Art, Oh, ein U-Bahn-Tunnel. Ja, der wird gegen so eine Wassermasse auch nicht mehr ankommen. Oh, die Universität, die Technische Universität ist auch fast unter Wasser. Aber irgendwie, es braucht alles ein bisschen. Hatte eine 2 Terabyte Festplatte, glaube ich. Als Datengrab. Grab. So lange ist es auch nicht da drin. 3 Terabyte. Es sind 3 Terabyte. meine Festplatte ist 3 Terabyte groß, wo ich die Streams drauf speichere. Und da ist noch eine Menge mehr Wasser. Ja, gut. Hm. Aber hey, Seagate hat 30 Terabyte Festplatten angekündigt. Nur 1 Terabyte kleiner als mein Datenmausoleum. Hm. Aber ich habe nur eine 3 Terabyte, nicht 2, 4 Terabyte. Huch. Ja, also so langsam haben wir was hier. Dann finde ich es interessant, wie hier die Wellenbewegung aussieht. Ja, die 2, 4 Terabyte sind ja auch das Mirrored Rate. Du meinst 4 Terabyte im PC. Du meinen 4 Terabyte im PC. Ach so. Backup wichtig. Ja. Simulation wird angehalten. Aber dafür hat sich das Warten doch schon ein bisschen gelohnt. Oh, ah, die Gebäude gehen tatsächlich kaputt. Die Musik wird jetzt plötzlich sehr viel passender. Wartet auf Leichenwagen. Ja, nun. Ist der Friedhof nicht flussabwärts? Dann werden die ja gleich schon in die richtige Richtung gespült.
Feuerwehrhubschrauber. Mit Wasser. Ich glaube, die 300 Kubik hier rauszuholen macht jetzt nicht so den Unterschied. Ich hoffe, der komische Maya-Kopf überlebt die Flut. Achso, der hier ist. Jo. Der bleibt stabil. Wo ist er denn? Also irgendwo hier drunter ist er. Was ist das laut? Oh, langsam sinkt der Staub. Wir fahren hier immer noch so durch. Sind die nicht bei Cities 1 immer hier dann stehen geblieben vor dem Wasser? Seebestattung. Bei der Wellenbewegung komme ich auf so einen Hefezopf. Boah. Rotenmühl steht komplett unter Wasser. Ein durchschnittliches Vermögen reich. Ach ja, dann ist er nicht so schlimm. Was ist da links vom kaputten Damm? Das hier oder das hier? Oder das hier? Das war die Technische Universität. Ich kann sie nicht nochmal bauen. Durch Hochwasser zerstört. Jetzt kommt auch noch Öl auf das Wasser. Hier sind ja die Ölminen. Das gäbe auf dem Dach sah ein bisschen aus wie von den Combines. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Habe mich stark an Half-Life erinnert. Und dieser schöne Ladebildschirm, den ihr im Stream ja nie gesehen habt, sondern ihr habt da immer nur einen Platzhalter gesehen, der halt so aussah wie das, was da auf der Uni war. Ja. Die fahren fröhlich in das Wasser und durch das Wasser und... Hier sind zwar die ganzen Gebäude überflutet, aber hey. Wie gut wohl Solarpaneele unter Wasser funktionieren? Ach warte, Subnautica hat es ja gezeigt, das geht. Hier geht sogar. Einigermaßen. Aber hier würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt schwimmen wollen. Sagen, das sieht hier erstaunlich trocken aus zwischendurch. Das täuscht auch nur ein bisschen. Ob hier auch mal so ein Hochhaus einstürzt? Ich liebe die Straßenquali, Quelle, Quali, ja genau.
Ist gerade ein bisschen am Laggen bei mir. An meiner Sendequalität liegt es nicht unbedingt. Also senden tue ich eigentlich mit 6000 Kilobit pro Sekunde. Müsste sich das Wasser hier komplett auf das gesamte Gebiet verteilen, aber ich sehe schon, was hier. Ich sollte da vielleicht nochmal ein bisschen gerade rücken. Chaos, ein Viertel geht unter. Ja, immerhin ist noch kein Tornado dadurch gefegt. Komisch, es werden ja mal weniger Einwohner. Tatsächlich mal. Ja, Spielladen. Monat 26, ja, wir haben ganze 9000 verloren. Verloren. Beschönigt. Ach, guck mal, hier bildet sich jetzt Strand. Ist denn deine Bergstadt belebt? Eventuell ziehen ja jetzt welche, denn das ist eine gute Idee. Ja, ein Wohnhaus. Ist ja irre. Wartet auf Leichenwagen. Hier sind wirklich Wohnhäuser. Muss erst eine ganze Stadt untergehen, damit. Das sind alles hier noch die Gewerbehäuser. Also. Immerhin zwei Einwohner. Ja. Das hat sich hier mittlerweile gut verteilt, wa? Oh, Batterien und Wasser. Und hier haben wir ja angefangen, also. Hier. Man sieht's nicht mehr, aber hier hat alles angefangen. Das war ein Flugzeug. Dann haben das Elend seinen Lauf. Nee. Wobei es ja durchaus Spaß gemacht hat. Und Spaß macht. Also hier kommt es irgendwie noch nicht so ganz weiter, das Wasser, ne? Fließt alles deutlich schneller südwärts. Nimm quasi den Weg hier. Und hier hat es sich dann wieder gut verteilt. Dass die Straßenanbindung halt besser. Nun. Aber es scheint so, als würde das Viertel hier komplett unberührt bleiben. Ich habe es mir schon fast gedacht, weil hier ist halt insgesamt der höher und ne, Wasser geht immer nach unten und so. Physik halt. Aber dass sich das noch vielleicht etwas weiter hier rüber ausbreitet.
Ja, und die wird einfach ins Meer fließen. Hier stehen sie alle im Stau im Wasser. Stört die aber alle nicht. Mal sehen, wann es abgeflossen ist. Ich sollte dafür vielleicht auch wieder das Original hier dann freigeben. Ach, da ist noch... Ja, kommt noch mal eine Flutwelle. Die bauen hier schon neu? Was? Uff. Die bauen ja schon neu. Es gibt ein Achievement, wenn man 1000 Grundstücke abreißt oder 1000 Gebäude abreißt. Oh! Ich würde sagen, da fließt gar nichts mehr ab. Sind da kaum Fische im Stausee gewesen, deswegen stört es sie nicht. Oh, oh, oh. 1000 Gebäude. So wie bei der Katze? Wie wohl? Was? Welche Katze? Achso. Nee, wirklich. Es gibt ein Achievement. Kann ich zeigen. Kann ich das ja schon seit Anbeginn des Spiels mitgeteilt, dass ich ständig Errungenschaften, Fortschritt erreiche. Weißt du was? Ich werde mal eben die gesamte Playlist einfügen. Mit einer vielleicht kleinen Ausnahme. Ich würde nochmal einmal durchschauen, dass ich nicht die also bestimmte nehme ich raus. Ja, das hier muss ich rausnehmen, das muss ich rausnehmen. Ich finde so gut, dass das hier einfach da drin ist. Sekunde. Einen Moment, es geht gleich weiter. Ich muss nochmal kurz ganz viele Titel durchsuchen, nach denen nach den bestimmten Titeln, die sonst rausgeschmissen werden. Aber an sich, mein ganzes Let's Play ist auch noch online, also gab es da offenbar keine Probleme mit. Oh je, zu viel Lachs gefuttert. Was? Brauchst du mehr RAM oder V-RAM? Ach. Wurzel schmeckt nach Fisch. Was? So, dann fügen wir jetzt mal alles ein.
Typ 7 Stunden und Zufallsgenerator an. Und Spiel starten. Spiel starten. Wenn die Emotes wieder nicht richtig angezeigt werden in meinem Bot, ey. Ach, du Schande. Zufallsspielgenerator ist auch an. Interdox Paratainment. Das ist halt der Spiel-Soundtrack von Kingdom Hearts. War gerade den Begriff Paratainment. Wieso, weil du Paras kriegst, oder was? Ganz willkommen, das passt doch der Soundtrack gerade. Ich war mal sehr dreist und hab ein anderes hier rausgeschmissen, weil mit japanischem Text vielleicht etwas schwierig. Mal gucken, darf ich jetzt hier abreißen? Ja, darf ich. Und es gibt Achievements. Fortschritte. ...610 Gebäude. ...617. ...664. ...723. Alles fürs Achievement. 745. 776. startet die Ingame-Musik wieder. ...855. Wie die hier schon direkt noch im Wasser wieder neu bauen. Und diese Reihenhäuser eignen sich echt gut, um das Achievement vollzukriegen. 970. Viel fehlt nicht mehr. Jetzt kommt keine Anzeige oder was? Also, wie weit das Achievement ist. 989. Anzeige ist raus. 660. Bingo. Fische singen und Krabben gingen unten im Meer. Oh Gott. Ja, das geht es halt raus. ...990. ...998, was? Erzählt nicht. Ey, Squasher Downer. Bulldoze a total of 1000 buildings.
Unten im Meer, wo Leute sich trauen, etwas zu bauen. Unten im Meer. Gott, nein. Buddy. Jetzt wieder kaputt geht das Spiel, wenn ich das hier abreiße. Wo was? Oh. Können wir speichern. Schnell speichern. Agier Staudamm. Ja, die bauen hier alles schon wieder auf. Und dann wird es direkt wieder eingerissen. Wie so ein Cartoon, was er dann steht erstmal und dann setzt die Gravitation ein. Ja. Ja, schon. Oder ein Kojote, der über den Klippenrand rennt. Ja. Ja, da... Ich weiß sehr gut, was du meinst. Aber hat sich doch gelohnt. Stromproduktion, Nutzung 100%, gar kein Problem. 263 Megawatt unter dem Meer. Und hier kommt das Wasser halt wirklich nicht rüber. Wasserkraft, ja. Naja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt noch abwarten will, bis das Wasser wirklich geflossen ist. Ah, die Postsortierstation ist kaputt gegangen. Wie hier schon wieder die ganzen Kräne stehen. Seht euch das mal an. Wenn man das unter den ganzen Symbolen sehen kann. Aber die bauen hier alle schon wieder auf. Die Flut ist noch nicht vorüber und schon wird hier neuer Baugrund genutzt. Ja, dann reißt es direkt wieder ein hier. Doch kein Wunder, Mensch. Die Postsortierstation hatte Postkatzenfische. Ja, hier gehen die Häuser auch allmählich kaputt. Die stehen auch alle gleich aussehend. Ist wohl ein guter Bau gewesen hier. Irgendwie nicht so ganz die passende Musik gerade. Aber hey. Ich freue mich, dass wir wieder neue Musik haben. Tja, der Friedhof ist jetzt, also die Leichen kommen zum Friedhof. Tada! Yay! Yippie! Yippa! Oh! Und jetzt ist das ja auch wieder überflutet. Sehr schön. Und das ist nicht zu knapp. Und der... Oh, das wird hier immer noch nicht weggespült. Sieht man denn hier im Moment, wo die Flut ankommt, die Flutwelle? Nicht mehr so wirklich. Hat sich schon zu angeglichen. Da vorne? Naja, das ist schon unter der Autobahn.
Naja. Doch, mal gesehen, was passiert. Kann ich die hier auch neu aufbauen, so direkt? Nee. Leider nicht. Ach, die Musik erinnert mich an Eiskugelstapeln. Ach ja. Die Minigames. Oh. Ein bisschen Wasser tritt hier rüber. Aber nur ein bisschen, oder? Ne, Köstner sah von weiter weg aus. So ist es hier nichts. Aber tatsächlich, hier drüben kommt Wasser an. Ja, und hier dürfte es dann relativ bald abfließen. Hier steht eine Menge unter Wasser. Schön, dass das funktioniert. Ein Waldbrand. Ich glaube, das ist die geringste Sorge, die wir hier im Moment haben müssen. Ein Waldbrand. Jetzt wollen die alle wieder darüber. Hey, Zufallsgenerator ist aber heute sehr lieb. Das ist halt ein Spiele-Soundtrack. Aber den so schon in Kingdom Hearts ja gestreamt und hochgeladen und bisher hat es keinen gestört. Nach 2 Jahren oder so, vor denen ich angefangen habe, Kingdom Hearts zu spielen. Und es hat total viel Spaß gemacht, in der Welt von Fluch der Karibik zu leveln. Ich habe ja die Gegend da genutzt, eben wegen der Musik auch, um Level zu farmen. So. Wasser kommt hier ins Meer. Ein Spiegel-Soundtrack? Spzug. Was? Ich glaube, deine Shift-Taste ist überfordert. Wenn hier jetzt ein kleines schwarzes Piratenschiff auftaucht, ne? Segelt mal eben hier hoch und dann wird erstmal Krähenstraße 643 überfallen. Oh, eines der Hochhäuser hier ist eingebrochen. Hier stand noch eins weiter ab von denen hier. Ob man das sehen kann, wenn die ja. Oh ja. Huch. Ich glaube, der RTW kommt hier ein bisschen. Könnte hier ein bisschen überfordert. Ach nee, warte mal. Ach, hier ist ja noch alles Töfte. Ein Löschfahrzeug fährt hier rum. Wasser ist ja offensichtlich genug da. Ganz viele Löschfahrzeuge. Müssen alle Brände löschen.
ist denn die Krähenstraße 661? Ach da. Und? Was will der Feuerwehrwagen da? Da gibt's nichts mehr zu holen. Dass die hier alle noch ganz unbekümmert durchfahren, ist ja schon... Und dass da auch direkt wieder gebaut wird. Den Meter hoch unter Wasser, aber hey. Ich wollte schon immer mal unter Wasser eine Zivilisation aufbauen. Gibt übrigens tatsächlich ein Spiel in der Richtung, das wirklich so Unterwasseraufbau-Sim ist. Ich weiß gerade noch nicht mehr, wie es heißt. Ich komme gerade auf den Namen nicht mehr. Hätte ich auch bei Hirnsturz gesehen. Och, das hier ist doch die Musik aus den, von Mickeys Land. Ja, mit dem Zeichenstil da von Schwarz-Weiß und so. Benenne er die Stadt um in Atlantis. Bin ich sehr mit einverstanden. Aha. So, meine Freunde, sieht's aus, wenn der Meeresspiegel ansteigt. Falsche Richtung, oder? Und die Reichen hier sind geschützt. Also, zumindest bis auf die, die hier unten sind. Die armen Schlucker hier. Die sind natürlich direkt, die haben natürlich direkt verhauen. Okay, die hier hinten sind noch ein bisschen höher gelegen, aber die Stadt hier, die Großstadt, ist dann wieder tiefer gelegen. Und wie sieht es eigentlich mittlerweile mit der Notre Dame aus? Ich meine, die ist ja abgebrannt, also ein Stück. Du hast die Stadt geflutet? Lion Queen, hallo, guten Abend. Wie geht es dir? Naja, ich will mal gucken, wie akkurat so das Wasser in Cities 2 ist, weil in Cities 1 war das echt ein Feature, wie man so mit dem Wasser umgehen konnte. Oh, ich wollte gerade meckern. Was? Warum? Weil ich Lion Queen nicht direkt gesehen habe? Ich habe gerade die Stadt nach Atlantis umbenannt. Jetzt müssen wieder überall neue Formulare gedruckt werden. Also, dass hier schon direkt gebaut wird, obwohl es noch komplett unter Wasser steht, das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Hauptsache, die Leute hier haben wieder neue Häuser. Woher auch immer das Material kommt, weil rundherum ist ja alles unter Wasser. Mal, die bauen sie direkt wieder ein neues großes Hochhaus hin. Yeah. Ja, dass hier halt überall schon die Kräne wieder ein neues bauen wollen, das ist irgendwie nicht so. Und auch, dass hier die Straßen noch weiter ohne Näheres genutzt werden. Das ist irgendwie in Cities 1 besser gelöst gewesen. Da sind wenigstens vor dem Wasser stehen geblieben und nicht einfach durchgefahren. Die können sich das halt leisten, so zu bauen. Sind gerade flüssig. Oh. Also Geothermie, genug Wasser haben sie. Apropos, wenn ich jetzt nach Grundwasser vorkommen. Wirklich?
Grundwasserverschmutzung. Oberflächenwasserfluss. Wasserverschmutzung. Und nur hier noch den Kram. Natürlich interessant zu sehen. Hier stimmt das Wasser noch Innenstadtrichtung? Oder ist es ein Pfeil nach unten rechts? Bin nicht sicher, in welche Richtung der Pfeil geht. Hier geht er eher nach unten rechts. Oder einfach nur nach unten. Ich glaube, das geht eher nach unten. Ja, warte mal, hier. Hier geht es nach unten rechts und hier wechselt das nach oben rechts. Aha. Ich verstehe nicht, warum die Ölraffinerie einfach nicht genutzt wurde. Steht hier seit Ewigkeiten rum und es wird einfach nicht genutzt. Ansonsten ist es, ja. Ich denke mal, das Schlimmste ist ja durch. Die ersten bauen hier ja schon wieder. Na gut. Lion Queen, wie geht's dir? Guten Abend. Sollen wir wieder den Spielstand laden? Und ich muss nochmal fragen, was meint der Nitschi eigentlich mit letzte Woche? Danke, gut und selbst. Ja, ich habe gerade Tag 8, also Arbeitstag 8 von 12 hinter mir. Ich wollte heute eigentlich Überstunden abbauen, stattdessen habe ich noch ein paar gemacht. Also nicht ein paar Stunden, aber zumindest ein paar Minuten. Und im Moment eigentlich alles gut. Also gestern war ein sehr guter Arbeitstag. Ach, ein Flugzeug. Wie es hier unterschiedliche Flugzeugtypen gibt. Hübsch. Hopp. Schnell weg vor dem ganzen. Ja, aber soweit, ich kann mich nicht beklagen. Also alles in Ordnung. Ach, gerade das Spiel spielt wieder ab. Das hört man gern. Yeah. Alles Töfte. Aber trotzdem die Frage, was meint der Nitschi mit letzte Woche und Party und so? Irgendwie als jetzt, weiß ich nicht, von was letzte Woche? Ich bin da nicht so, ich habe ja zuletzt nicht so wirklich bei euch reinsehen können. Bin im Moment eigentlich ganz zufrieden mit meinen eigenen Streams so halbwegs hinzukriegen. Auch wenn das zuletzt nicht so ganz hundertprozentig hingeklappt hat. Weil ich ja Donnerstag nicht gestreamt habe und die letzten Tage eher kürzer gestreamt habe, aber naja. Ich glaube, ich lade mal wieder den Spielstand. Wir werden hier nicht mehr so viel sehen. So, Axtragia. Spielladen. Ja. Letzte Woche, bevor ihr Alpaka ankommt. So. Und hier jetzt noch ohne Stauder. Und Fluss nur ein bisschen umgeleitet. Tja, das Einzige, was ich nochmal versuchen hätte wollen, ist, dass man das hier alles zu einer Ebene macht.
Also wirklich alles auf einen Höhenlevel und dann baut man da nochmal rein. Weil ich hatte ja hier drüben teilweise echt Probleme mit den Höhenunterschieden, die ganzen Bahnen zu bauen. Gerade hier in dem Bereich, weil hier halt super, super Höhenunterschied auf kurzem Wege ist. Hier von der Grundschule nach hier oben ist es nicht weit, aber hoch. Ja, die letzte Woche auf der alten Arbeit, dann fängt sie was Neues an. Ah. Vollzeit-Erpacker-Mama. Na dann. Sollte ich vielleicht auch nochmal sagen, hier viel Erfolg und so. Serverfarm. Achso, jetzt können wir nochmal schauen wegen dem Half-Life-Logo, so ungefähr dem Pause-Ladebildschirm hier. Das hier. Hat schon was von dem. Warte mal, kann ich nochmal kurz schauen? Wie war denn das bei HLX? Ach da. Naja, okay, das war das eigentliche Logo ist nur grau und dann auch so Ringe, aber nicht so dramatisch. Na gut. Nicht so nah, sondern sonst erstickst du wieder, falls eine Drohne kommt. Ach Mann. Würde es ja schon gern nochmal spielen, weil jetzt kenne ich ja wenigstens, wo die Jumpscares sind, einigermaßen. Einigermaßen. Aber das war schon übel. Sind halt echt keine Wohngebäude, ne? Einfach nischt in der Richtung. Wo hier eigentlich alles dafür da ist. Ja. Weiß ich, soll ich nochmal wirklich hier was machen? So richtig motiviert bin ich eigentlich nicht mehr, weil so richtig... Naja. Es ist halt... Eigentlich durch soweit. So. Ebenen. Das Spiel kommt, glaube ich, mit so einem Unterschied da auch nicht mehr ganz klar. Ja, hier oben passiert recht viel, hier eher weniger. Aber das wäre jetzt quasi alles auf einer Höhe. Das hier ist ein Tunnel. Ein Eisenbahntunnel. Wenn es keinen Spaß mehr macht, dann mach was anderes. Ach, alles. Ja, also, das ist auch der letzte Stream mit Cities 2. Man kann ja noch ein bisschen rumprobieren. Das Lied ist eigentlich auch eines von denen, das gedingst wird. Gestreikt. Ach, man kann nicht alle Geländefelder kaufen. Hm.
Das sollte ich vielleicht rausnehmen aus der... Jetzt kommt genau... Der ist einfach nur Zufallsgenerator. Geht einen Punkt weiter. Lass mich das Lied mal kurz aus der Liste hier feiern. Ja. Das da. Das da. Und bei... Hartz 1. Gibt's das Lied nicht. Okay, gut. Weil das ist tatsächlich eins der Lieder, die tatsächlich mal rausgekeyt werden hier. Aber ich möchte einfach nochmal kurz gucken, was man hier so machen kann. Oh, da, Wasser. Hui. Einfach alles runterbauen. Ja, wir bauen eine Schlucht. Alles auf eine Ebene bauen. Mal gucken, wie sich das Wasser verhält dann. Ein bisschen rumexperimentieren macht ja auch mal Spaß. Alles schön auf eine Ebene. Okay. Weil ich hier den Forstweg drauf gebaut habe. Ach was. Die Felder sind jetzt alle unten, aber das, was an Gebäuden drauf gebaut wurde, ist jetzt noch auf der ursprünglichen Höhe. Okay. Interessant. Das ganze Wasser fällt einfach runter und hier ist jetzt noch das Bergdorf. Ui. Welches? Was war es für ein Orchester? Das war... Passion. Wie auch immer man das in Englisch richtig ausspricht. Passion. Ja. So hieß das Lied, das eines derer ist, die wahrscheinlich geclaimt würden. Ah, Steinkopf-Ruinenformation. Hier haben wir ja gleich drei von denen. Naja, gut. Ja, dann, ich denke, ich bin mal raus. Mit Cities. Weil so richtig viel mehr machen lohnt sich einfach nicht. Allerdings habe ich keine Alternative rausgesucht für heute. Huch, Spider-Man-Bing. Up and away, build an airport. Nur 8% der Spieler haben einen Airport gebaut. Und nur 2% der Spieler haben 50 aktive Transportlinien gebaut. Na dann. Dafür haben 15% der Spieler die Errungenschaft mit den 1000 Gebäuden zerstören. Wie kriegt man das hin? Im normalen Spielverlauf zerstört man doch niemals absichtlich so viele Gebäude. Na gut. Ja, Lion Queen, hast du einen Wunsch für ein Spiel? boah, ich habe mir so gar nicht darauf eingerichtet, noch was anderes zu spielen. Was können wir denn mal... Andere Frage, was haben wir denn noch? Icarus? Nicht wirklich. Ja, du bist ja auch nicht so oft da, weißt du nicht, was wir hier noch so spielen. Ich könnte halt wieder in Icarus reinschauen. Was irgendwie so ein Filler-Programm geworden ist.
Oder Avorion. Aber ich glaube, ich würde eher zu Ikarus tendieren. Spielen wir eine Runde Ikarus. Ich bin übrigens öfter da, sag nur nicht immer was. Oh! Das, wusste ich nicht. Und freut mich. Moment, ich muss mal ganz kurz die Musik hier anhalten, sonst spielen zwei Musiken gleichzeitig und dann geht's rüber. Einmal zu Ikarus. Lur Queen. Ja. So, Level 27. So ungefähr. Und weiterspielen. Ich müsste eigentlich genau genommen mal schauen, dass ich auf dem nicht hier. Hier, dass ich hier mal Sachen freischalte. Ach du meine Güte, gibt's hier viel Zeug. Süßkartoffeln, Erdbeeren, Fasern. Kartoffeln. Was sind denn das für Kartoffeln? Wie sehen die denn aus? Das sind doch keine Kartoffeln. Das ist ein Pilz, so ein Steinpilz. Mag ich die Süßkartoffel. Buddy, du bist immer noch eine Sahneschnitte. Extraktion. Radar, Extraktor, Energiequelle für den IC-001 Prototypen. Spielt im ultraklein Ach, das schon wieder. Warte, dann machen wir es wieder so. Nicht das Bild verzerren, sondern einfach den Monitor aufnehmen. Also jedenfalls bei Ikarus müsste ich eigentlich mal diese Mission machen. Aber irgendwie traue ich mich nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht vorbereitet genug. Und dann kommen irgendwelche bösen großen Gegner wie ein Eisbär und der macht mich einfach weg. Das ist eine unangenehme Vorstellung. So, einmal alles laden lassen. Keine Sorge, das ist nicht die Standardtextur. Das sieht schon eher nach einer Standardtextur aus. Habe ich noch was im Inventar? Nichts Dramatisches. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Ich habe meine Jägerrüstung an. Wollte nochmal in Bison suchen, glaube ich. Ich könnte ja mal eine Expedition machen. Brauche Steine, Nägel, Holz, Leder. Hier sind Nägel. Stein und Holz. Stein. Und Leder. Was ich immer noch nicht verstehe, warum man Leder für Steingebäude braucht. So, dann baue ich mal was, damit ich irgendwo mir eine kleine Unterkunft bauen kann. Vielleicht zwei Unterkünfte. Ich brauche nicht viel Platz. Vier davon. Also eigentlich will ich immer nur zwei nebeneinander bauen und dann die Gegner machen Aua. Ja, eben. Das ist ja der Punkt. Ich weiß nicht, wie viel Aua. Der Eisbär hat mich letztes ziemlich kaputt gemacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also brauche ich 12. 12 Wände und nochmal 4 Decken. Das reicht schon. Dann brauche ich eine Unterkunft, also so einen Schlafplatz. Und am besten ein Feuerschale, Kanonenofen, nee.
Wir nehmen genug zu essen mit. Ich bräuchte... Wo habe ich das denn nochmal gebaut? Ein Bett und halt... so eine Feuerstelle. Hier, geschnitztes Holzbett. Braucht Fell und Kupfernägel. Fell... und Kupfernägel. Geschnitztes Holzbett. 2 Stück. Dann kann ich mir 2 Unterkünfte zwischendurch bauen. Lars, der kleine Eisbär. So. Türen. Ich sollte 2 Türen bauen. Das wäre vielleicht auch eine sinnvolle Maßnahme. Davor brauche ich nochmal Eisenbarren und Seile. Eisenbarren habe ich hier drin. Seile habe ich hier drin. 2 Türen hätte ich gerne. Ob die Rede an deine Unterkunft. Das wäre schön, aber wir sind hier nicht bei Sand. Es gibt ein Spiel, das einfach... Also es wurde ja irgendwie letztes Jahr auf den Trailern da angekündigt und es ist einfach... Es heißt Sand. Mal gucken, was es wird. Es sah ja an sich interessant aus. So. Dann hast du einen Bettmobil. Oh Gott. Oh nein. Da ist ein Wohnwagen. Ja, danke. Das, damit bin ich sehr einverstanden. Ein Bettmobil ist schon furchtbar. Eieiei. So, Steinböden, Steinwände, 2 Betten, 2 Türen und ich brauche noch so eine Feuerstelle. Hier so ein Lagerfeuer, aber halt gesichert. Was hatte ich denn da drüben gebaut? Ah, es ist schon weg. Ah, es ist schon weg. Wie, was hatte ich denn hier nochmal für eine Feuerstelle? Schlafsack? Nee, dafür habe ich ja Betten. Wie hieß denn das nochmal? Wo habe ich das hergestellt? Und du und deine Wortwitze, Buddy. Es sah interessant aus. Oh. Ach ja. Das ist Buddy. Wie er leibt und lebt. Boah, ich brauche nur so eine Feuerstelle, weil ohne Lagerfeuer kann ich nicht, kann der Charakter nicht schlafen halt. Oder habe ich den hier in der Herstellung gebaut? Das hier ist nur das Lagerfeuer. Hier, die Feuerstelle. 200 Stein und Holz. Und da ist mein Essensbuff weg. 200 Stein und Holz. Dann kann ich 2 von denen bauen und dann kann ich auch pennen. Sollte ich ein bisschen Holz mitnehmen oder nehme ich das von vor Ort? Och nö, jetzt kommt schlechtes Wetter. Beim Stream ist ein Encodierfehler aufgetreten. Och nö. Was ist denn da los?